everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4. Und wir sind da noch bei der Ernte dabei. Und da haben wir gerade Sojabohnen. Wenn wir die noch vom Feld runternehmen und unsere anderen Geräte auch mal starten hier. Hier haben wir die BGA. Da können wir eigentlich auch gerade mal noch eine Schaufel reinhauen. Mal schauen. Der Preis ist, glaube ich, normal. So bei 700, 800 hätte ich gemeint. Wir hauen einfach mal eine Schaufel rein. Dann kann das da ein bisschen produzieren. Wir haben 100.000 auf dem Konto. Wir wollen ja sparen. Einmal für unsere Kartoffelernte und das zweite Mal eigentlich für unseren dritte Aktion mit dem Hofumbau. Oder ja, so 9.183, das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich hau noch eine Schaufel rein. Ich glaube, der Mais ist eigentlich eh schon wieder zum Ernten. Der Häcksler müssten wir auch demnächst wieder im Einsatz nehmen. Und dann eigentlich der zweite Einsatz schon für den kleinen Häcksler, was wir uns da gekauft haben vom Rostel Mesh. Und vielleicht reicht es ja irgendwann mal für einen großen. Aber momentan müssen wir dann noch für andere Sachen schauen. Okay. So, das lassen wir erstmal so stehen. Genau, der Fendt, der hat eigentlich noch den Ladewagen dran. Der kann eigentlich schon zwei Felder fertig machen mit Drillen. Ladewagen lassen wir mal da stehen und wenn wir die Drille nehmen und den gerade starten, dann sind wir eigentlich immer mit vorne mit dabei, wenn wir gleich alles wieder andrillen. So, das ist mal gut. Machen wir Weizen oder ich denke, wir könnten eigentlich mal Sonnenblumen, kann ich hier gar nicht. Okay, wir machen Gerste. Welcher Helfer ist denn jetzt schon wieder fertig? So, hier haben wir schon Gärreste draufgebracht. Hier müssen wir nur noch drillen. Und die kann eigentlich bloß grobern und drillen, die Maschine hier. Von daher ist es eigentlich schön vorbereitet. Okay, den da werden wir auch gerade mitnehmen. Ein Anhänger steht noch beim Händler, weil wir uns ja da die Kartoffellegemaschine geholt haben und vorher noch was abgeben mussten, haben wir einen Anhänger da stehen lassen. Aha, der Drescher hat jetzt da natürlich da Stopp gemacht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir drehen den gerade mal da um. Das Feld ist natürlich nicht ganz rechteckig, da hat er dann natürlich ein kleines Problem. Aber wir haben ja Zeit. So, okay, wir starten den dort. Das läuft eigentlich alles. Den da nehmen wir gerade mal mit. Ich glaube, ich lasse den da stehen. Mit dem holen wir jetzt mal den anderen Anhänger noch. Hier, das nächste Feld ist auch gleich fertig. Also wir werden die Anhänger sowieso brauchen. Beide. Bisschen neblig ist es noch hier. So, Hände an Steuer. Dann fahren wir auch auf der Straße weiter. So, machen wir mal hier Licht an, damit uns die anderen Autofahrer hier im Dorf auch sehen.
Frühmorgens sind die alle nicht ganz nüchtern und schauen können sie eh nicht gut. Schlecht schauen konnten sie eh schon immer gut. So, ich glaube, für unsere Kartoffelernte reicht das Geld schon. Jetzt schauen wir, damit wir da noch mehr zusammenkratzen können. Umso mehr, umso besser. Wir sind jetzt eigentlich überall, sind die Felder ziemlich fertig oder sind schon abgeerntet. Zwei, drei haben wir abgeerntet. Also kommt da noch von der Ernte her, kommt da noch was rein. Die BGA-Silage haben wir eigentlich auch zum Füllen. Also eigentlich läuft's. Momentan läuft's sehr gut. Immer zu tun. Ich sag ja, der Mais ist auch fertig. Da könnten wir eigentlich mit den Häcksler starten. Ich habe natürlich gut, einen Traktor hätten wir, glaube ich, frei, wenn wir da noch nicht, jo, wenn wir da noch nicht gerade Gülle drauf fahren oder Gärreste, könnten wir eigentlich mit dem 800er Fendt, könnten wir eigentlich Mais häckseln gehen. So, ich weiß nicht, warum ich immer mit der Kamera hoch und runter mache. Das ist, glaube ich, so ein. Das ist mir letztens erst aufgefallen. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Tick von mir. Keine Ahnung. Schon wieder. Das gibt's gar nicht. So, ja, ist klar. Der Mähdrescher hat da natürlich wieder angehalten. Wir werden den gleich noch mal drauf schicken auf die richtige Fahrbahn hier. So, und ich hoffe, für die Sojabohnen gibt es diesmal ordentlich Geld. So, jetzt machen wir das gerade selber fertig hier und dann setzen wir den gerade hier drüben an, den Helfer, und dann kann der da eigentlich pausenlos ernten. Jawohl, so habe ich mir das gedacht. Fahren wir gerade hier drüben weiter. Das klappt. Der ist auch bald fertig. Schön. Den wollte ich noch. Da wollten wir jetzt noch den anderen Anhänger montieren. Alles klar, das ging ja schon recht gut. Langsam wird's. So, wollen wir den gleich noch abbunkern hier. Dann kann er da weiterfahren. Da vorne steht eh der Traktor im Weg, glaube ich. So, genau. Okay, dann kann der da weiterfahren und wir fahren mal Richtung BGA und werden da mal anfangen, noch
das Mais runterzuholen vom Feld. So, das läuft alles tipptopp. Der da oben ist, ah, der hat noch was auf dem Feld hier. Der andere Fan, der 700er, ist da noch am Drillen. Der ist da noch bei, okay. Da müssen wir noch nicht schauen. Ja, dann donnern wir zur BGA. Da steht eigentlich noch der Anhänger. Und dann könnten wir da eigentlich Mais häckseln. Hätten jetzt eigentlich auch den Ladewagen mitnehmen können. Aber das scheißt mich ein wenig an, andauernd die Anhänger zu wechseln. Wir fahren einfach nebenher. Und dann kann der uns das da so wie in echt eigentlich reinschmeißen, der Häcksler. Ja, das Maisfeld sieht eigentlich gut aus. Ich hätte jetzt natürlich auch den Häcksler nehmen können und den Anhänger und direkt zum Feld fahren, aber wir machen das ordnungsgemäß mit dem Traktor. Jawohl. Ja, jetzt werden langsam die Fahrzeuge, die Traktoren knapp. Wenn wir da an so vielen Orten gleichzeitig arbeiten, wenn wir jetzt noch irgendwo düngen müssten und was weiß ich, dann sieht es schon bald schlecht aus. Gut, wir haben noch den, was bei dem Kuhstall steht, der kleine New Holland. Aber der ist eigentlich reserviert für die Tierversorgung. So, wir fangen mal hier an. Genau, holen wir gerade noch den Häcksler her. So, sein zweiter Einsatz auf dieser Karte. Dafür haben wir lange gespart, also müssen wir den jetzt auch nutzen. Ups. Sekundenschlaf, kann man nichts gegen machen. So, wir werden da noch starten. Und dann wäre das das eigentlich für heute. Ist das alles noch auf dem Boden? Jetzt sehe ich das erst. Das habe ich gar nicht hochgehoben. Okay. Dann halt. Hä? Jetzt. Ja, ich muss den gerade hinstellen, sonst wird das hier nichts. Okay, dann häckseln wir da noch Mais, machen da wieder für die BGA Silage und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.